Moin moin meine lieben YouTuberinnen und YouTuber, hier bin ich wieder, euer No Orange. Heißt euch herzlich willkommen am Star Wars Trade Card und Sticker Unboxing Mittwoch. Und diesmal haben wir das Multipack von Das Erwachen der Macht, inklusive 5 Päckchen und limitierter Karte von Chewie the Man Chewbacca. Ja, wenn jemand Haare hat, dann eher richtig fett. Okay, also, wir wollen uns erstmal natürlich das Teil so allgemein angucken. Es ist von Disney und Topps in Kooperation, wie auch natürlich der Film. Oben Star Wars, hier dementsprechend alte und neue Charaktere. Das ist ja auch ein Trade Card. Nicht ein Trade Card Game, sondern einfach nur Trade Cards. Der Unterschied ist eben, dass sie beidseitig mit richtig vielen Informationen bedruckt sind. Vorne meistens, so wie hier das Bild, auf der Rückseite dann eben die Aktion zum Bild, beziehungsweise so Personalinformationen. Nun schauen wir uns auch nochmal die Rückseite an. Auch hier sieht man zum Beispiel die Sammelmappe, die es dazu gibt. Und schon mal vereinzelt Karten, die hier aufgetaucht werden. Eben neue und auch alte Karten sind mit dabei. Ja, die Reise zu Star Wars, das Erwachen der Macht von Topps Deutschland. So, das Multipack kostet im Endeffekt genauso viel wie 5 Booster. Es kostet 4,99 €. Nur, dass man eben hier sicherlich schon mal 100% eine Limited Edition hat. Nun wollen wir das Ding öffnen. Und schau mal. Ich finde es immer doof. Natürlich Diebstahlsicherung hin oder her. Aber mir gefällt es gar nicht, wenn diese Karten immer so raufgeklebt sind. Weil das ist wirklich, auch wenn diese Karten super stabil sind, es ist nicht toll. Es ist echt nicht toll. Das hier geht einigermaßen ab, aber ist auch nicht toll. Also das mag ich nicht, wenn die wirklich so konfus aussehen. Das Ding kann jetzt in die Tonne sozusagen gedonnert werden. Und jetzt werden wir dementsprechend, hier haben wir die Booster. Und das meine ich eben auch hier, das backt und klebt überall. Alles nicht so eine tolle Sache, so wie man es eigentlich nicht haben möchte. Ich habe ja schon die Sammelmappe und diverse Unboxings gemacht, darum weiß ich auch, dass ich alle diese Booster schon habe. Das heißt, wir können auch alle diese Booster unboxen, was wir jetzt natürlich auch tun werden. Und wie gesagt, der Unterschied ist eben, dass die Rückseite hier auch dementsprechend wichtige Informationen beinhaltet für die Mappe. Ein Beispiel, ich zeige es nur einmal hier, ich zoome nachher nochmal ordentlich ran. Hier hat man eine Szene mit dem Bild zum dementsprechenden Aktion. Und hier hinten ist dann dementsprechend auch noch der Text drauf. Die Summe und die Nummer, ganz wichtig. Wir hatten es ja gestern bei dem Fußball, bei der EM 2012er Mappe. Das sind auch geile Karten, super Qualität, alles super, aber keine Nummern drauf. Und dann ist es elend schwer, das Sammelmappen-Update durchzuführen. Das geht hier natürlich weitaus einfacher vonstatten. Die Karten an sich sortiere ich jetzt erstmal durch, ob sie alle auch richtig rumliegen. Leg sie dementsprechend hier hin und wir gucken sie uns auch gleich in Ruhe an. Also ihr müsst euch da keinen Kopf machen, dass da jetzt was unterschlagen wird oder so. Natürlich nicht. Wir können auch hier nochmal reingucken. Auch da ist immer natürlich wichtig, keine Gewinncodes oder so mit bei. Das ist das Zweitwichtige. Und wir können auch hier nochmal schauen auf die vordere Sache. Wie gesagt, es sind neue, alte Bilder immer mit dabei, dementsprechend abgebildet, logischerweise. Und hier hinten steht auch noch, und das zoome ich jetzt mal ein bisschen dichter ran, dass ihr da auch ein bisschen mehr Freude dran habt. So, also über 200 Sammelkarten verfügbar, 5 Karten pro Päckchen. Halte Ausschau nach besonderen Karten in den Päckchen. Es gibt Glanzkarten in jeder zweiten, Rainbow in jeder fünften. Also Glanz und Rainbow ist eben, Rainbow steht für Regenbogen, das heißt, sie glänzen natürlich auch, nur sie sind so regenbogenfarbig, wenn man sie hin und her wackelt. Mal sehen, ob wir eine haben. Limitierte Karte statt einer regulären Karte in jedem 50. Päckchen. So, eine limitierte Karte ist zum Beispiel die, die ich hier von Chewbacca hatte. Ich werde sie mir auch gleich mit euch in Ruhe angucken. Aber erst einmal machen wir das Unboxing weiter, ganz normal, und sortieren die Karten richtig herum. Es gibt vertikale und horizontale Karten. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu wissen. Also nicht immer nur, es geht nicht immer nur in Breitwald oder eine Richtung, es sind wirklich unterschiedliche Richtungen. Jetzt haben wir noch 2 Booster, die wir öffnen werden, und dann, wie gesagt, zoomen wir nochmal dicht dran und gucken uns auch in Ruhe die Karten dazu an. Nur es macht natürlich mehr Sinn, wenn ich das so mache, wie ich es jetzt hier mache, dass ich sie ordentlich sortiert habe.
Das macht meiner Meinung nach, wie gesagt, mehr Spaß und mehr Sinn. So, jetzt sortiere ich sie mal eben kurz durch und zoome sie ran, dann sehen wir uns sofort wieder. So, nun kann es weitergehen. Ich habe die Karten jeweils sortiert, einmal auf vertikaler Sicht und einmal hier, wie man sieht, auf horizontaler Sicht. Das heißt, wir machen jetzt erstmal die vertikalen, so kann man die Karten auch besser ranzoomen und muss nicht immer wieder raus und reinzoomen, das macht mehr Sinn. Und wir fangen an mit der Karte Nummer 61, das Imperium schlägt zurück. Ich lese einfach mal einmal vor, was hinten auf der Karte steht, bei dieser Karte zum Beispiel, das Imperium schlägt zurück, Karte Nummer 61. Luke wird getroffen und landet im Schnee. Er kann seinen Lightsaber greifen. Das finde ich zum Beispiel echt, es heißt Lichtschwert, verdammt nochmal. Das können sie in Deutsch ruhig lassen, weil das war schon immer in Deutsch. Greifen und entkommen. Bevor ein AT-AT oder ein AT-AT seinen Gleiter zerstört. Mithilfe des Lightsabers und eines Kabels kann Luke sich auf das Kampffahrzeug schwingen. Er bringt einen Detonator an und lässt sich in den Schnee fallen, bevor er explodiert. Also der AT-AT. Und das sieht man hier in diesem Bild sehr gut. Richtig geil gemacht. Auch da will ich nochmal gucken, ob ich das noch ein bisschen... Ja, das ist schon ein super Zoom. Da kann man echt nicht meckern. Also hier steht dann nochmal, Luke wird niedergestreckt. Karte ist natürlich richtig geil. Und man hat eben auf der Rückseite die Nummer, aus welcher Episode. Also es kommt ja alles aus den Filmen. Aus allen 7 Filmen ist was dabei, sozusagen. Die ersten 6 Episoden und natürlich auch der neue Film. Und wie gesagt, hier sind dann auch auf der Rückseite immer erklärt, aus welcher Episode es stammt. Es sind auch links hier, sieht man immer mal ein paar andere Bilder drauf. Hier hat man jetzt Yoda, Leia und Darth Vader zum Beispiel drauf. Die Kartennummer ist drauf. Wunderbar gemacht. Und hier haben wir, Yoda stimmt zu Luke zu unterrichten aus, das Imperium schlägt zurück. Als nächstes haben wir hier die Karte... Bosch nähert sich Jabbas Trophäe. Jabbas Trophäe ist natürlich in dem Sinne hier, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen doof. Ich drehe die mal, Entschuldigung, so rum. Das ist jetzt eben aus Rückkehr der Jedi-Ritter, wo Jabba Sahat ja Han Solo in den Zeug da eingefroren hat und Leia als Kopfgeldjäger verkleidet versucht, ihn dann zu befreien. Hier haben wir aus Rückkehr der Jedi-Ritter Yodas letzte Minuten. Das ist eben bevor Luke Skywalker diesen Dschungel- oder Sumpfplaneten verlässt, stirbt ja Yoda. Auch eine richtig ergreifende Szene. Nun von Imperium schlägt zurück haben wir. Luke erholt sich in einen Bacta-Tank. Das ist, glaube ich, die Szene bevor oder beziehungsweise besser gesagt natürlich nachdem Darth Vader, also sein Vater, ihn den Arm abgesäbelt hat. Das war auch schon eine richtig krasse Szene. Hier aus Eine neue Hoffnung, also den allerersten Film, den es gab, Episode 4 sozusagen. Junge, ist das aber ein Riesending. Das ist, als die ganzen Rebellen mit ihren X-Wing-Fightern, wie man hier auch sieht, die finde ich sowieso geil, die X-Wing und TIE Fighter finde ich richtig geil, auf den Todesstern zu rauschen. Als nächstes, Greedo stellt Han zur Rede. Auch aus dem ersten gedrehten Film. Ja, da wird ihm gleich ganz böse der Gar ausgemacht, denn Greedo wird sozusagen ja, von Han Solo erschossen. Der hat, glaube ich, seinen Laser unter dem Tisch und schießt ihn damit die Klöten weg. Leias Befragung hier vom imperialen Offizier, auch aus dem ersten Film, genau wie diese Karte hier. Han und Obi-Wan sehen Luke beim Training zu, auch eine geile Szene. Das ist nämlich die Szene im rasenden Falken, wo Luke Skywalker mit verbundenen Augen auf dieses Kügelchen einschlägt mit seinem Laserschwert. Auch das, wie gesagt, richtig, richtig geil gemacht. Und aus das Erwachen der Macht, der Millennium-Falke, sozusagen so wie er aktuell aussieht in dem neuen Film, das Erwachen der Macht. Es gibt ja leider nicht so viele Karten vom neuen Film hierbei, aber es gibt ja eine komplette Top-Trade-Card-Game-Mappe, da ist es bei. Das Imperium schlägt zurück, auch das natürlich eine richtig interessante Szene. Luke ruft Prinzessin Leia, das ist so eine gedankliche Sache. Eigentlich Luke da schon am Ende, kurz vor dem Absturz und nur dadurch, dass er ja mental, oder wie sagt man denn, kinetisch ist das dann so, Leia ruft, kann ja so der rasende Falke mit Han Solo zusammen an Bord, können sie ihn dann dementsprechend retten. Und dann wird er eben in den Bagdad-Tank den Arm wieder rangenäht bekommen, sozusagen. Luke wird in der Höhle des Wampa gefangen gehalten. Auch eine richtig geile Szene aus das Imperium schlägt zurück aus der ja anfangs halben Stunde, für mich die geilste halbe Stunde überhaupt. Richtig genial gemacht mit Gefechten, mit
Wüste mit allem, mit Eis, mit allem drum und dran. Und auch hier Londos Überraschung aus dem Film relativ zum Ende hin, wo das Imperium entwaffnet wird. Hat mich auch total überrascht, dass Londo das dann tut. Richtig cool. Auch sehr gut gemacht in dem Film, weil es wirklich sehr überraschend war. Das Imperium schlägt zurück, auch hier wiederum. Und da haben wir, was ist mit C3PO geschehen? Ja, er ist ja der Einzige, der entdeckt hat, was da eigentlich vor sich geht mit den imperialen Streitkräften auf Londos Minenstation sozusagen. Und wird dementsprechend auch gleich entsorgt. Aber er wird auch wieder zusammengebaut. Also keine Sorge, C3EPO-Fans, passiert ihnen in dem Sinne nichts Schlimmeres. Das Imperium schlägt zurück, auch hier. Han zerstört den imperialen Suchdroid relativ am Anfang des Films. Leider zu spät. Das Imperium bekommt die Nachricht, dass die Rebellen eben auf dem Eisplaneten hot sind. Und dann greifen sie in voller Stärke an. Aus Eine neue Hoffnung haben wir hier. Luke besteigt seinen X-Wing. Ja, wie gesagt, X-Wing für mich die geilsten Gefährte, die coolsten Raumschiffe neben den TIE Fighters aus der Star Wars Serie. Hier zurück zum Schiff. Da sieht man auch noch, wie jung, verdammt jung, die ganzen... Ja gut, Chewbacca hat sich nicht so viel verändert. Aber die drei menschlichen Darsteller ist natürlich schon heftig, wie die gealtert sind. Aber das ist ja auch normal. Überlegt mal, wann der Film rauskam. War das die 70er? Ende der 70er, glaube ich, der absolute Wahnsinn. Oder Anfang der 80er. Ich glaube, Ende der 70er war es. Das ist eine Falle. Hier auch wieder aus Imperium schlägt zurück. Das Imperium nimmt da dementsprechend die ganzen Leute gefangen von den Rebellen. Und aus Rückkehr der Jedi-Ritter haben wir... Jawohl, auf Endor. Richtig auch geil gemacht, der Film. Auch da wieder... Einfach nur die ganzen Sachen, die Kostüme, die Waffen... Die Umgebung, nur cool gemacht. Die Rebellen auf Endor hier, nur cool gemacht. Als letzte Karte vom vertikalen Schwung haben wir die Max Rebo Band. Die finde ich auch mega geil. Nur richtig coole Oldnudeln. Ja, da finde ich einfach auch jeden richtig cool. Nun kommen wir nochmal eben ganz kurz. Da sind es ja nicht so viele. Es gibt aber eben diese senkrechten Karten. Schauen wir mal, was wir da haben. So. Da haben wir zum einen die Rückseite von der Limited Edition von Chewbacca. Da steht keine Nummer drauf, da steht denn UA. Keine Ahnung, was UA jetzt bedeutet. Ist nun mal so. Und hier steht denn zum Beispiel drauf, das Geschlecht von Chewbacca ist männlich. Zugehörigkeit, Rebellenallianz, Herkunft, Desta, Hot Cloud City. Warum da jetzt alle drei sind, weiß ich jetzt nicht genau. Bewaffnung ist der Bowcaster, also die Armbrust, die er immer mit sich führt. Die jetzt zumindest so aussieht wie eine moderne Armbrust, kann man sagen. Und die Limited-Karte hier ist auch richtig schön gemacht. Also richtig geil. So, man hat so einen geprägten Bereich hier. Glatt die Figur. Das ist wiederum, wie gesagt, geprägt. Eine ganz, ganz coole Karte. Sehr, sehr nice. Nun haben wir hier Wicket. Wicket, einer von den jungen, mutigen Ewoks. Vertikale Karte. Oh! Die sieht mal richtig cool aus. Ist jetzt keine Limited Edition, aber es ist so eine Rainbow-Karte, glaube ich, weil die verschiedenfarbig glänzt. Ich hoffe, das kann man auch so gut sehen. Richtig stark gemacht. Wicked. Und wen haben wir hier? Ach, das ist sozusagen der neue R2-D2, der rollende R2-D2. Steht hier hinten noch was Spezielles drauf. BB-8 ist der kugelförmige, loyale Astromech-Droid des Piloten Poe Dameron, der zum Widerstand gehört. Okay. Ich kenne den neuen Film übrigens noch nicht. Ich überlege mir auch nicht, den anzugucken, weil ich warte, bis alle drei draußen sind und mache dann eine Mega-Session. So, da haben wir Rey. Auch aus dem neuen Film Das Erwachen der Macht. Auch das eine Regenbogenkarte. Richtig cool. Also da habe ich ja ein ganz geiles Multipack erwischt, muss ich sagen. Und R2-D2 aus Das Erwachen der Macht. Auch das wieder eine richtig schicke Karte. Mega cool, also R2-D2, finde ich, sieht einfach auch schön aus, auch als schöner als der neue. Und hier Kylo Ren, der Böse der Bösen, jetzt keine mega super Karte, einfach nur senkrecht, ne, also jetzt hier nicht glänzend blink, aber auch da, die Maske finde ich richtig geil, hat so ein bisschen was von diesem japanischen, nicht die unbedingt die Samurai, sondern wenn sie mit ihren Holzstäben kämpfen, sieht ähnlich aus, echt cool gemacht. Und gleich sehen wir uns wieder zum Sammelmappen-Update. So, meine lieben YouTuber, nun kann es ans Einsortieren gehen. Wie ihr seht, es ist ja auch schon ein bisschen was drin. Wer die alten Updates nicht gesehen hat, beziehungsweise die alten Unboxings, Sammelmappe etc. pp., guckt sich die alten Videos von mir an. Da ist alles mit drin. Ihr könnt also wirklich vom Beginn der Sammelmappe bis zum Ende, bis zum jetzigen Zeitpunkt dabei sein.
Und die Rückseite, ich habe mir vorgenommen, wenn wir das Ding wirklich voll haben, ergibt die ganze Rückseite ja eine Geschichte. Dass ich mir dann vielleicht mal einen Tag mache, wo ich wirklich die Bilder von 1 bis so und so als Geschichte durchlese oder als Mehrteiler bringe, wie so eine Art Märchengeschichte zum Einschlafen. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. So, nun fangen wir an mit der Nummer 15. Die Doppelten habe ich, wie gesagt, schon aussortiert. Es ist ja hier sehr wichtig, dass man darauf achtet, dass die Karten nur auf den 9 reinkommen. Also nicht Rücken an Rücken einsortieren, wo man hier 9 Felder hat, darf man nur 9 reinmachen. Nicht, dass man die Rücken an Rücken macht, weil die Rücken ja eben diese Geschichte haben. So, hier also nun die 15. Die Mappe selber auch wunderbar, alles hervorragend gemacht. Und das Gute ist natürlich, dass die Mappe auch aufgebaut ist wie der Film. Also man kann wirklich anfangen, die Mappe durchzulesen von 1 bis zum letzten Bild zum Beispiel dann. Und sie ergibt dann wirklich die ganze Geschichte. So, 9, 18, 27, haben jetzt die 29, die kommt dann hier mit hin. Und wie ihr seht, die Mappe ist ja nicht so, es sind ja nicht so viele Trade Cards, die jetzt reinkommen. Wie gesagt, sind ja so ca. 200. Und von daher passt das schon mal ganz gut. 36, 7, 8, 9, 0, 1, 41 wäre dann hier. Dazu sei natürlich auch gesagt, wer gerne mit mir tauschen möchte, kann das gerne tun. Ich habe eine Liste, eine OpenOffice-Datei, habe ich auch schon öfters gesagt, sage ich aber gerne immer mal wieder, wo alle meine Doppelten drauf sind. Von allen Serien, die ich hier vorstelle, habe ich natürlich auch Doppelte. Und dementsprechend, wenn ihr mich da anschreibt, über meine E-Mail-Adresse knutgut@kabelmail.de oder unter dem Video, dann schreibe ich euch gerne zurück und gebe euch nochmal die Mail schriftlich, dass ihr sie auch richtig schreiben könnt. Und dann können wir gerne miteinander, wie gesagt, tauschen. So, jetzt sind wir schon bei der Nummer 55. Das geht hier natürlich weitaus schneller als zum Beispiel gestern. Als gutes Negativbeispiel, wie man eine Mappe nicht macht. Das war bei der Europameisterschaftsmappe 2012. Die Bilder, wie gesagt, exzellent, aber das Einsortieren war echt erschwerend. So, hier hat man mit den Nummern natürlich schon mal viel gewonnen. 63, 66, 69. Nun haben wir die 80, das heißt 72, 80 wäre dann hier unten. Und jetzt sind wir auch schon sozusagen beim, ja, fünften Film. So, das Imperium schlägt zurück. Ja, das ist so eine Sache, die mich ärgert, dass zum Beispiel die letzten drei Filme, also Episode 1, 2, 3 hier nicht drin sind. Es geht ja bei Episode 4 los. Hätte man vielleicht nochmal anders machen können, meiner Meinung nach. So, halt 80 ist falsch, weil es sind 81 bei einer 9er Reihe. Das heißt, muss ein davor sein. 81, dann ist hier die 90, dann heißt es hier die 88. Und so sieht das doch schon gut aus. Und ihr seht es, so viele Updates haben wir noch gar nicht gemacht. Aber trotz allem, die Mappe ist schon voller. Habt ihr eigentlich den Film gesehen? Ich selber, wie gesagt, habe ich noch nicht gesehen. Wenn ihr ihn gesehen habt, spoilert nicht so viel in meine Kommentare, weil ich lese mir die ja wirklich durch. Also da gibt es ja YouTuber, die lassen einfach alles laufen, aber ich gucke mir die Kommentare ja auch wirklich an und bitte, bitte spoilert da nichts, weil ich will mir die Filme vielleicht wirklich komplett nochmal angucken, wenn alle drei Filme, die geplant sind, draußen sind, damit ich sie mir dann wirklich, wie gesagt, in Ruhe angucken kann. 0, 1, 2, 3, 4, weil ich finde es immer doof, wenn man dann so ein Jahr auf den nächsten Film und noch ein Jahr warten muss auf den nächsten Film. Das ist alles so ein bisschen blöde, wie ich das immer finde. 8, 17 wäre dann hier. Ja, da sind wir auch schon richtig gut dabei. Das Barkengefecht war natürlich auch eine richtig geile Sache. 17, 26, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Der neue R2-D2, der alte R2-D2, alles ist mit dabei. 51 und der neue Darth Vader, den alten Darth Vader habe ich, glaube ich, noch nicht. So, 53 wäre dann die Runde. 53, 62, dann wäre die 60 hier vorne, der Millennium Falcon. So, 62, 63, 64, 65, 6, 7, 8, 9, 0, 71 wäre hier, 72, 73, 74, 75, 76, 77, Wicked, der Ewok.
89, ja, perfekt, alles richtig gezählt. Super, nun die 185. Ray, die neue Prinzessin Leia, wenn man so will. Würde ich kenne, wie gesagt, den Film nicht, aber es macht ja alles Sinn. Es gibt einen R2-D2 neu, es gibt eine Leia neu, es gibt auch einen neuen Luke Skywalker so gesehen. Ja, und die eine Chewbacca Limited Edition Karte hatte ich doppelt, ist also dementsprechend hier hinten drin. Hier habe ich noch ein paar von meinen normalen Karten und hier ist der Chewbacca, den ich nicht doppelt habe sozusagen. Das sind die Limited, ich habe schon 4 Limited Editions, richtig geil. Und das sind meine doppelten, eine Spielregel ist mit dabei und die dementsprechenden anderen Karten. So, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet auch genauso viel Spaß wie ich. Euer Norange wünscht euch auf alle Fälle einen wunderschönen Mittwochabend. Ciao, tschüss und goodbye.